meine Lieben. 40 Euro, 40 Euro gegeben. Und willkommen zu einem neuen Food Haul, zum allerersten Food Haul in diesem Jahr. Wir wünschen euch alle ein Pro. Oh Mann. Oh Mann, jetzt kann ich den killen. Ja, doppelt und dreifach. Guck mal, wir können ja nicht mehr hier vernünftig begrüßen wegen dir. Ja, nee, wegen dir. Ich hoffe, ihr hattet alle einen guten Start ins neue Jahr. Wir ja, ne? Heute gibt es den ersten Food Haul im neuen Jahr. Falls ihr mich nicht auf Instagram verfolgt oder so oder ihr irgendwas nicht mitbekommen habt, ich habe am 2. Januar wieder mit WW angefangen. Trotz Magen-OP, einfach weil man halt trotz Magenverkleinerung einfach auf seine Ernährung achten muss, weil sonst wird es halt nicht einfach so funktionieren. Genau, deswegen habe ich mich jetzt einfach dazu entschieden, wieder WW zu machen. Klappt auf jeden Fall auch sehr gut, würde ich mal sagen. Das erste Jahr nach der OP ist halt natürlich am sinnvollsten, wenn man das nutzt. Dann bin ich natürlich das erste Mal plötzlich schwanger geworden, war ja nicht geplant. Emily war ja dann natürlich geplant, aber dadurch wurde dann halt ja quasi mein Abnehmjahr in dem Sinne durchkreuzt. Es war eine geplante, ungeplante Schwangerschaft. Genau. Deswegen hat sich mein Jahr halt so ein kleines bisschen ja, verschoben, würde ich mal sagen. Beziehungsweise konnte ich halt nur ein paar Monate von diesem Jahr nutzen. Ich glaube nur ungefähr 5 Monate oder so. Jetzt würde ich sagen, fange ich wieder an mit der Abnahme. Bin auf jeden Fall wieder auf einem guten Weg. Wiege jetzt aktuell wieder so viel wie vor der ersten Schwangerschaft. Also sehr gut. Ich hoffe einfach, dass ich das irgendwie bis Ende des Jahres schaffe, reinzukommen, wo ich hin will. Und deswegen, wie gesagt, wieder WW. Wir haben jetzt auch wieder nur Rezepte vom WW und demnach dann natürlich auch eingekauft. Wir waren wieder bei Kaufland und haben 63 Euro ausgegeben. Geht also total klar, weil man halt einfach weniger Müll und alles kauft. Ne? Wir haben nur eine Sache nicht gekriegt und das war geringer Käse. Den werden wir einfach morgen noch holen. Gärkäse, genau. Wir haben sogar Fleisch gekauft und alles und trotzdem nur 63 Euro. Stimmt. Also sehr, sehr gut. Ne? Ich würde sagen, wir fangen einfach sofort an und ich wünsche euch wie immer ganz viel Spaß. Also Emily sitzt hier neben uns, nicht wundern wegen dem Geknister oder so. Also fangen wir an. Es kam zweimal Lauch mit für diese Woche, beziehungsweise Porree zum Kochen. Dann hat Tim sich einmal hier von Ehrmann so einen High-Protein-Bananen-Shake mitgenommen, Drink mitgenommen. Ich mag den jetzt nicht so gerne, aber bei Kaufland sind aktuell die High-Protein-Sachen im Angebot. Dann kam eine Gurke mit, für nichts Spezielles, einfach zu so essen. 3 Äpfel, ja, irgendwelche Äpfel vom Bodensee. Cameo. Ja, genau. Dann habe ich mir wieder einmal so gekochte Eier mitgenommen. Esse ich aktuell sehr, sehr gerne. Haben ja auch keine Punkte, wie gesagt, im Angebot. Deswegen habe ich mir einmal hier so einen High-Protein-Grieß-Pudding mitgenommen. Bin ich mal gespannt, wie der schmeckt. Dann kamen auch noch zweimal Milchreis mit. Die haben auch beide gleiche Punkte. Einmal habe ich mir hier den Zero-Milchreis mitgenommen mit 30% weniger Kalorien in Zimt. Und einmal den Milchreis-High-Protein in Klassik, also ohne was Spezielles dabei. Dann habe ich wieder meinen geliebten Duo Vla mitgenommen. Ich liebe es, vor allem, weil es den halt bei Kaufland mit nur 0,9% Fett gibt. Dann kam nämlich zweimal Thunfisch mit für diese Woche, weil, ja, wir haben wieder unseren Thunfischaufstrich für uns entdeckt und deswegen, ja, mussten wieder 2 Dosen Thunfisch mit. Tim hat sich noch Aufschnitt mitgenommen von der Fischetheke. Sportler-Salami, dann noch Sportler-Geflügelsalami und Schinken-Brühe-Eigenproduktion. Was auch immer das sein soll. Einmal kam wieder Hähnchenfleisch mit für unser Essen diese Woche. Einmal Light Rinderhackfleisch. Dann kam noch einmal von Voll Epi irgendeiner mit, den ich nicht aussprechen kann. In würzig und intensiv. Dann habe ich einmal von der Kaufland Eigenmarke wieder Light Kräuterquark mitgenommen. Einfach für mit Gemüse. Und einmal wieder Leberwurst, auch 30% weniger Fett. Bevor jetzt wieder irgendjemand kommt, aber mit weniger Fett, das ist gar nicht gut, weil da ist mehr Zucker drin. Bei WW haben die Sachen einfach weniger Punkte und deswegen ist ja dann eigentlich logisch. Wir gehen ja nur nach WW. Ne? Wir gehen nicht nach Kalorien zählen, nach Zucker oder sonstiges. Dann kam einmal Creme Légère mit. Ja, das Originale, weil das war einfach... Wie teuer war das? 79 Cent war das bei Kaufland nämlich im Angebot. Und das von der Kaufland Eigenmark hat 1,09 Euro oder so gekostet. Was? Ja, und deswegen habe ich das dann natürlich mitgenommen. Einmal wieder Nudeln. Eine Ananasdufte mit. Eine Mini... Was stand da? Extra Sweet? Extra Sweet. Oder so. Dann kam einmal Blattspinat mit für unser Essen diese Woche. Das ist auf Tims Mist gewachsen und zwar war russischer Zupfkuchen hier im Angebot und den musste Tim natürlich direkt mitnehmen. Aber es kommt halt nichts gegen meine Tante an. Meine Tante schmeckt deine Tante auch noch russischen Zupfkuchen? Nein, meine Tante kann den besten russischen Zupfkuchen, den ich bis jetzt gegessen habe. Und dann auf jeden Fall noch 2 Dreierpackungen. Mais, damit wir wieder ein kleines bisschen auf Vorrat haben. Kommen wir zur zweiten Porsche hier. Ach, wir waren übrigens die Tage noch bei DM. Da haben wir noch ein bisschen was mitgenommen. Babywasser unter anderem und Milch für Emily, weil Windeln waren ausverkauft. Da kam ich leider nicht dran.
Wo ist denn das andere? Da. Da. Ja, kam wieder ein bisschen Y-Food hier mit, natürlich, ne? Und zwar haben wir hier wieder ein paar Riegel, die kriegt ihr auch einfach so im Supermarkt. Und zwar Hazelnut haben wir hier, dann haben wir hier Brownie Roasted Nuts und Salted Caramel. 18 auch. Also wer Y-Food nicht kennt, habe ich euch ja jetzt schon 3 Milliarden mal vorgestellt, dass ihr die ja mittlerweile kennt. Sehr, sehr geil, vor allem die Riegel sind mega lecker. Für mich jetzt auch bei WW eigentlich sehr gut. Sieht sehr lecker aus. Was ist das nochmal? Salted Caramel. Mhm. Schmecken aber geiler, wenn sie frisch und kühl schon sind. Das ist ja richtig schön hart. Ja, sonst sind die so chewy, ne? Aber auch geil. Vor allem bei denen war das ja geil. Bei dem Brownie. Mhm. Bei Y-Food sind zum Beispiel die Riegel halt mega. Die haben nämlich eine richtig gute Punkteanzahl, vor allem für mich jetzt. Ich persönlich schaffe nämlich eh nur so den halben Riegel. Deswegen muss ich mir dann halt nur die halben Punkte eintragen. Den Rest ist Tim dann. Ja, und auch die Riegel sind wirklich sehr geil. Vor allem der hier. Habe ich euch das letzte Mal schon bei Instagram gezeigt. Der schmeckt nämlich einfach nach einem Brownie. Wirklich sehr, sehr geil. Die halten wirklich lange satt. Wir nehmen uns die super oft mit, wenn wir unterwegs sind und wir nicht in naher Zukunft irgendwie dazu kommen, uns was zu essen zu holen. Längere Autofahrten. Die kann man nämlich dann auch ohne Probleme beim Autofahren essen. Der Vorteil halt gegenüber den Drinks ist auch noch, du hast was zu kauen. Eben, du hast dann auch was zu kauen, weil für viele ist es so, dass die was zu essen, die was zu essen haben müssen, genau, dass sie dann satt sind. Obwohl die Drinks von Y-Food auch sehr reinhauen. Die hat Tim ja dann immer mit zur Arbeit und so genommen. Aber ich brauche dann trotzdem immer noch diesen Crunch. Also Tims Arbeitsfrühstück, Mittagessen, was auch immer, bestand eigentlich immer nur aus Y-Food. Vor allem halt auch, wie gesagt, hier diese Terrinen, da haben wir jetzt auch Jesse und Jakob schon mit ausgestattet, weil die einfach sehr, sehr geil sind. Die könnt ihr euch einfach auch... Die machen auf jeden Fall sehr satt. Die könnt ihr euch dann einfach zu Hause zwischendurch machen und wie gesagt, sind eigentlich auch eine gesündere Alternative im Gegensatz zu sonstigem Mist, den man sich dann einfach zwischendurch irgendwie reinpfeift. Deswegen schaut sehr gerne mal bei Y-Food vorbei. Wie gesagt, da gibt es diese 5-Minuten-Terrinen-Riegel, dann gibt es da noch diese Drinks oder halt auch das Pulver zum Selbstanmischen. Sehr geil, sehr praktisch, hält sehr lange. Und geht noch schneller als Fastfood. Genau. Schmeckt meiner Meinung nach auch besser und man hat danach nämlich auf jeden Fall kein schlechtes Gewissen. Mein 10% Rabattcode werde ich euch hier einblenden, ist forever gültig. Könnt ihr einfach jederzeit bei Y-Food vorbeischauen. Findet ihr auch alles nochmal unten in der Infobox verlinkt. So, dann mache ich jetzt weiter. Okay. Dann geht's jetzt weiter, weil du hast noch eben Mund voll mit WC frisch, blau Kraft aktiv. Beim Angebot. Echt? Mit der Ozean. Das riecht immer so gut, ne? Warum ich das immer nur mitnehme, ist, weil das das Klo färbt. Das Klo färbt? Nicht das Wasser? Nee, das ganze Klo direkt. Einmal passierte Tomaten. Ein Riesenpack Paprika. XXL Paprika. Ich hoffe, die stinken nicht. Was hast du eigentlich immer für Probleme mit deinen roten Paprika? Meine Frage an euch. Meistens immer an die Männer. Habt ihr auch das Problem? Also wahrscheinlich an niemanden, weil ich glaube, kein Mann guckt meine Videos. Weiß nicht. Aber die haben doch bestimmt... Weiß nicht. Deine Zuschauerinnen haben bestimmt doch Männer. Weiß ich nicht. Oder Freunde. Freunde, die auch das Problem haben, dass bei roten Paprika ab und zu die irgendwie so muffig riechen und dann auch der gleiche, so wie die Paprika riechen, die auch schmecken? Nein. Frauen haben grundsätzlich das Problem weniger. Ich hab das weil wir halt einfach keinen Schaden haben. Wir haben auch keinen Schaden. Ich habe das in einem Forum gelesen. Es haben ein paar Leute auf jeden Fall, meistens immer noch in einem Männerforum. Nee, in irgendeinem Forum. Warum stellst du das eigentlich alles hin? Weiß ich nicht. Also, ne, würde mich mal interessieren, ob ich der Einzige bin oder ob es ein paar andere Leute noch gibt, die auch so das Problem bei roten Paprika haben. So ein Muffi. Du meinst vielleicht die grünen? Nein, die schmecken einfach... Nach gar nichts. Sie sind auf dem Bitter. Okay, kommen wir zurück. Also, Tim hat sich einmal Care Garden Balance mitgenommen. Gesalzen, war im Angebot. Dann habe ich zweimal von der Kaufland Eigenmarke Müsli-Riegel mitgenommen. Ohne Zucker, mit Süßungsmittel. Sind halt quasi wie von Corny diese Free-Riegel. Ich weiß halt noch nicht, ob die schmecken. Ich weiß halt nicht, ob man hier extrem diesen Süßstoffgeschmack rausschmeckt oder so. Ja, auf jeden Fall einmal weiße Schoki für Tim. Da sind die anderen noch. Und einmal noch mit normaler Schokolade. Genau. Schokolade. So, dann kam wieder fürs Kochen und für unseren Thunfischaufstrich einmal Leitfrischkäse mit von der Kaufland Eigenmarke. Einmal Salami mit Kräutern. Ich habe mir hier Weizentoastbrötchen mitgenommen, haben genauso viele Punkte wie die Vollkorn. Und die schmecken mir besser, deswegen habe ich die einfach mitgenommen. Für Tim wieder ein Vollkornkäse. Ich habe mir noch Gewürzgurken mitgenommen fürs Frühstück. Liebe ich ja. Gewürzgurken, Ei, Brötchen, geil. Dann einmal wieder Milch für mich. Übrigens, wenn ihr die Kaufland-App habt,
habt, spart ihr aktuell auf diese Laktose-Free-Dinger von Kaufland, ich glaube 10% oder 15%. Nur mal gerade so als Information, weil 1,29 für Milch ist ja nicht gerade günstig. Und das Beste kommt zum Schluss. Du hast aber Kirsch vergessen. Nein. Das ist das Beste. Nein, das Beste ist Waldbeere. Also Tim hat sich noch jeweils zweimal Pfanner mitgenommen. Zweimal Waldfrucht und zweimal Zitrone. War für 1,11 nämlich bei Kaufland im Angebot, ne? Das wort. So, jetzt fehlt nur noch der Essensplan ohne Handy. Das ist natürlich cool. Hast du zugebaut. So, kommen wir mal zum Essensplan, den der Herr selber noch nicht weiß. Aha. Und zwar gibt es heute Resteessen noch von gestern. Da. Wir haben nämlich noch Gemüse-Tortellini auf. Genau. Morgen gibt's gefüllte Pfannkuchen. Oh. Also auch WW-Rezept sind halt einfach ganz normale Pfannkuchen, halt nur nicht mit Zucker, sondern einfach nur mit Salz. Wie die nicht mehr, ey. Über ein Jahr, auf jeden Fall, anderthalb Jahre oder so. Wow. Und dann kommt in die Pfanne Hackfleisch mit dem Lauch und Creme Fraiche und das wird, also Creme Légère, das wird dann ein bisschen angebraten und so und das kommt dann in die Pfannkuchen rein. Sehr geil. Mhm. Dann gibt es am Mittwoch eine Wrap-Pizza und zwar haben wir ja die WW-Wraps hier. Also wie Blitzpizza oder was? Genau, machen wir da einfach passierte Tomaten drauf und dann Salami und Mais. Man und kann auch Käse. Tomaten theoretisch drauf machen. Oh, nee, dafür habe ich passierte Tomaten geholt. Für zwei Tage haben wir dann einmal unseren Gyros-Auflauf mit Schafskäse. Hm. Ist auch ein WW-Rezept, einfach Hähnchenfleisch. Wird dann angebraten, so ein bisschen Gyros-mäßig gewürzt. Dann wird dann mit Mais, Reis, Paprika und so zusammen in der Pfanne gekocht. Kommt dann in der Auflaufform, weil wir nicht drüber nachgedacht haben. Und oben kommt dann noch Schafskäse drauf, also Light Feta. Samstag ist dann Cheat Day. Und ja doch. Und am Sonntag gibt es Nudeln mit einer Spinat-Frischkäsesoße. Boah, klingt aber auch. Ja. Hast du dir aber was Gutes ausgesucht diese Woche? Schmeckt? Ja, finde ich auch. Schmeckt? Ja, weiß ich auch. Sind dann einfach nur Nudeln und die Soße besteht dann hier halt aus dem Blattspinat mit dem Frischkäse. Kann man natürlich dann irgendwie noch Lachs oder so zumachen, hat ja auch keine Punkte, aber darf ich das nicht essen? Geht es halt nicht, ne? Das war auf jeden Fall unser Wocheneinkauf. Lasst uns wie immer sehr gerne unten in den Kommentaren wissen, wo ihr einkaufen wollt, was ihr diese Woche ausgegeben habt. Also ich finde 63 Euro für eigentlich einen sehr gesunden Einkauf geht total klar. Wir haben halt einfach nicht viel Obst und Gemüse gekauft, weil wir da hinten noch ganz viele Äpfel haben und Bananen haben wir auch noch. Das reicht auf jeden Fall noch. Und sonst, wünsche ich euch einfach noch einen wunderschönen Tag und ich würde sagen, wir sehen uns dann einfach irgendwann diese Woche wieder zu einem neuen Video. Tschüss! Tschüss!